Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, der Macher der Doku Rechtsdeutsch Radikal. Herzlich willkommen, hier ist Thilo Mischke. Tilo, schön, dass du heute hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, aber wie geht's jetzt? Du hast jetzt auch die Doku dir nochmal angeschaut. Du hast dir das in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich in verschiedensten Versionen und Abständen immer mal wieder angeguckt. Aber wie fühlst du dich jetzt so kurz nach der Doku? Also unfassbar erschöpft. Also ich bin wirklich, wirklich fertig nach 18 Monaten Recherche und unzähligen Demonstrationen, rechten Demonstrationen, auf die man gegangen ist. Man konnte in der Doku auch sehen, mit welchen Leuten ich gesprochen habe, diese stundenlangen Gespräche, die man mit Rechtsextremen und Rechten führt, die dann aber in dem Moment auch zu Menschen werden. Also zum Beispiel Alexander Dibtoller, der Veranstalter eines rechtsextremen Kampfevents. Und das macht müde, weil bis zum heutigen Tag habe ich ja auch gewartet, dass dieser Film jetzt kommt. Wir können ihn endlich zeigen. Und ich konnte ja auch mit kaum irgendwelchen Leuten diese Gedanken teilen. Und ja, man muss natürlich da zurückhaltend sein in der Zeit. Du hast aber ja nicht die erste Recherche deines Lebens gemacht. Das letzte Mal, als du hier warst, haben wir über deine Recherchen gesprochen aus Syrien. Da ging es um IS-Kämpfer. War das denn jetzt, was du gerade gemacht hast, die härteste Recherche, wenn du das mal so vergleichst? Es lässt sich schwer vergleichen, aber tatsächlich ist es die härteste Recherche, weil sie A, so lange gedauert hat. Und der seltsam zynisch klingende Vorteil einer Syrien-Reportage ist, du steigst ins Flugzeug, die Tür geht zu und du kommst nach Hause und kannst erst mal ausatmen. Hier geht es nicht. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, ist die Welt, über die ich berichtet habe, einfach unser Alltag, unser aller. Und das ist, dieses Nicht-Abschließen-Können macht es etwas härter als die anderen Recherchen, die wir gemacht haben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es sind auch ein paar Dinge rausgekommen, die man so nicht erwartet hätte. Wir haben gerade gesehen, eine Szene, über die heute ganz Deutschland spricht und das nicht erst seit es gerade lief, sondern auch heute Nachmittag ist es schon ein bisschen durchgesickert. Ein hoher AfD-Funktionär hat so geredet, wie er es wahrscheinlich normalerweise nur hinter verschlossenen Türen getan hätte. Ihr habt es aber mit versteckter Kamera gefilmt. Das geht natürlich nur mit einer Person, der er vertraut. Ihr habt da Lisa Licentia gehabt, eigentlich eine ehemals rechte YouTuberin. Das können wir gleich alles noch genauer besprechen. Auf jeden Fall hat er ihr viel erzählt, denn sie war euer Lockvogel. Ja? Sie trifft sich also in einem Restaurant mit diesem hohen Funktionär. Jetzt hat man auch einen Bericht gelesen in der Zeit heute Nachmittag. Seitdem ist klar, wer das war. Das war nämlich... Wer genau? Christian Lüth war das, der Ex-Bundestagsfraktionssprecher der AfD. Und ich muss eins korrigieren, sie war nicht unser Lockvogel. Sie hatte tatsächlich das innere Bedürfnis, uns eben zu zeigen, nicht nur in dieser Situation, wie rechtsextrem eigentlich einzelne Strukturen innerhalb der AfD sind. Und das war unter anderem auch ihr Bedürfnis, das eben zu zeigen und zu sagen. Und deswegen, der Lockvogel klingt immer so ein bisschen so wie so Wetten, das Spaß, den man so gemacht hat. Ja, das ist so normalerweise mein Home-Turf und ich bin Guido Kanz eigentlich. Aber darum geht's nicht. Wir haben tatsächlich nochmal den Ausschnitt da. Was sie tatsächlich dann rausgekriegt hat, was ihr erzählt wurde. Und das gucken wir uns hier nochmal an. Wenn jetzt alles gut laufen würde, Merz macht die Grenzen dicht, wir finden einen Deal mit der Türkei und so, dann wäre die AfD wie in Hamburg bei 3%. Wollen wir nicht. Und deshalb müssen wir uns eine Taktik überlegen zwischen wie schlimm kann es Deutschland gehen und wie viel können wir provozieren. Vor allem klingt das so, als ob es in deinem Interesse wäre, dass noch mehr Migranten kommen. Ja. Weil dann geht es der AfD besser. Wir können die nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen oder wie du willst. Mir egal. Aber jetzt, wo die Grenzen immer noch offen sind, müssen wir dafür sorgen, dass es Deutschland schlecht geht. Das ist unglaublich, sowas zu hören. Ne? Es ist wirklich, es schockt mich auch jedes Mal. Ich habe es sehr oft jetzt auch gesehen und gehört. Es schockt mich in dem Sinne, weil... Egal in welcher Funktion du bist, so amoralische, so menschenverachtende Äußerungen zu treffen, ist einfach in keinster Weise vertretbar. Und das besonders Schockierende daran ist einfach, es ist halt nicht irgendwie so ein Suffi, der auf dem Kartoffelfest das irgendwie rausblökt, sondern das ist jemand, der in den Berliner Kreisen, in der obersten politischen Spitze tätig ist. Und war, war. Kann man sagen. Der ist heute rausgeflogen. Er ist arbeitslos seit heute. Ja, was bedeutet das, dass der seit heute rausgeflogen ist? Was heißt das? Es bedeutet, dass die AfD offensichtlich reagiert hat und überraschend reagiert hat. Normalerweise würde sie sich ja eigentlich bei so einer Sache rausglitschen und sagen, das irgendwie, es stimmt ja nicht und das ist Quatsch. Nee, sie haben per Eilantrag heute beantragt die Entlassung dieser Personalie. Und das ist echt beeindruckend, weil eigentlich habe ich damit gerechnet, dass irgendwie 5000 Rechtsanwälte schon auf mich warten. Aber nee, sie haben aktiv reagiert und nicht irgendwie uns vor den Karren geschissen, sondern sie haben innerhalb der eigenen Reihen den Mann entfernt.
Deutschland soll es schlecht gehen, damit es der AfD gut geht. Diesen Satz hat er gesagt. Ja. Was für eine Agenda steckt hinter diesem Prinzip? Es bedeutet, dass sie einfach die AfD nicht zum ersten Mal auf der Suche ist nach einem Feindbild. Sie wollen unbedingt, dass wir vor irgendetwas Angst haben. Das war am Anfang der Euro. Vielleicht können sich einige hier im Publikum, sind alle so jung, wahrscheinlich nicht. Aber einige können sich daran erinnern, dass erst der Euro das Feindbild war. Und dann wurde es die sogenannte Flüchtlingskrise, wurde zum Feindbild ernannt. Und deswegen wünscht sich dieser Mann eben, es muss Deutschland schlecht gehen. Es muss irgendwie, sollen mehr Flüchtlinge kommen. Also auch die Annahme, dass es Deutschland schlechter geht, wenn mehr Flüchtlinge kommen, ist einfach total irre. Aber im Narrativ, das sie sonst aufbauen, ist es das natürlich für viele Leute. Ja. Sie machen erst Angst davor, lassen dann genau. Mehr oder weniger absichtlich das so, wenn ich das so interpretiere, geschehen, um dann etwas zu haben, gegen das sie vermeintlich vorgehen. Genau, und wir sind jetzt, wir machen uns laut gegen diese Sache. Und das ist so diese Strategie, die er formuliert. Und wieder, wenn es ein kleiner Typ, es gibt so wahnsinnig viel zu erzählen davon, aber es gibt auch so Dinge, die tatsächlich erstaunlich sind, wenn man sie dann nochmal sieht. Also es geht in dem Gespräch auch um die Wahl in Hamburg. Da war es gerade so, dass die AfD noch nicht, zu dem Zeitpunkt des Gesprächs noch nicht sicher in der Bürgschaft war. Da wurde noch so ein bisschen was ausgezählt, man müssen über 5% kommen und so weiter. Und dann ruft der Parteichef Gauland bei eben diesem Mann an, während da die Kameras laufen. Und auch da können wir noch mal reinschauen. Gauland. Ich muss das Foto mal löschen, sonst sieht das jeder. Guten Abend. Nein, sieht schlecht aus. Nein, sicher ist gar nichts. Aber wir sind bei 4,8 und die bei 5,0. Die Opferrolle gegenüber der Presse und dem Antifa-Block ist ganz wichtig. Wie soll das jetzt funktionieren? Wir werden die Opferrolle spielen. Und werden sagen, Hanau mit der linksversifften Presse ist eine Unverschämtheit. So, also jetzt sagt er, die Opferrolle muss jetzt gespielt. Was heißt das, Opferrolle? Sie sagen, dass wir dafür gar nichts können. Wir hätten viel bessere Wahlergebnisse haben können, wenn man uns ja mal machen lassen würde. Aber wir werden ja von dieser sogenannten linksversifften Presse immer runtergedrückt. Und wir werden als Schuldige für solche Attentate wie Hanau dargestellt. Und das ist deren Strategie, dass sie nach diesen schlechten Wahlergebnissen in Hamburg eben das formulieren. Das haben die da so besprochen. Und dann wird natürlich nach so einer Wahl gibt es dann immer eine Pressekonferenz. Und da wird dann das angewandt, was man vorher irgendwo besprochen hat. Und wir können mal da reinschauen. Es gab diese Pressekonferenz, davon gibt es natürlich als Pressekonferenz Material. Und da können wir mal gucken, wie dann argumentiert wurde und wie sie sich dann positioniert haben. Es war schwierig. Schwierig war es auch deshalb, weil wir in einer Weise in den letzten Tagen, ja, Wochen kann man schon sagen, ausgegrenzt worden sind und gegen uns ja geradezu eine Hetze betrieben worden ist. Das bezieht sich auch auf Kommentare großer Leitmedien. Und was wir hier jetzt in den letzten Tagen insbesondere erlebt haben, dass wir als Nazis und als Faschisten bezeichnet worden sind, das ist schon wirklich ein unglaublicher Vorgang. Ja, der Mensch, den man da hinter Gauland gesehen hat, das ist er? Ja. Welches Verhältnis haben die zueinander? Er gilt als rechte Hand von Gauland und als Flüsterer, als Berater. Er gilt so, das ist die Annahme. Aber er saß eben rechts dahinter und plötzlich ist es eben so, dass das, was er am Abend in einer Bar als Strategie erzählt, am nächsten Tag stattfindet. Und das zeigt vor allem, wie groß der Einfluss dieses Mannes ist. Wahr, muss man jetzt wahrscheinlich sagen. Oder wer weiß, also das geht ja auch, sagen wir mal, ohne Mandat. Ja. Wir haben natürlich ein paar Fragen auch an dich, weil du bildest das da ab, du schaust dir das Leben dieser Menschen an, wie die das führen, was für Strategien sie anwenden, aber das macht ja auch was mit dir. Ja? Also wir werden so ein paar Fragen stellen, wie man den Mut aufbringen kann. Ich finde das Wahnsinn, wie du diesen Mut aufbringen kannst, weil für dich ist das nicht ganz einfach. Du hast auch noch so ein paar Hoffnungsträger der Rechten getroffen, einen 17-Jährigen, den haben wir gerade gesehen. Auch da habe ich noch mal so ein paar Nachfragen. All das besprechen wir gleich weiter mit Thilo Mischke hier bei Late Night Berlin in einem tatsächlich etwas ausführlicheren Interview. Du hast da einiges rausgefunden, 1,5 Jahre recherchiert, dich mit unzähligen Leuten getroffen, teilweise auch sehr intensiv gesprochen. All die Vorbereitung, all diese Gespräche, die du geführt hast und teilweise auch die Situation, in denen du ausgesetzt warst, lieber Thilo, die sieht man ja nicht alle in der Doku, sondern da ist halt praktisch das Ergebnis zu sehen. Ne? Ja, man sieht so die Essenz eigentlich aus diesen 200 Stunden an Material, 10 Terabyte an Daten, die wir da produziert haben. Und das ist auch so ein seltsames Gefühl, weil du siehst es und weißt, okay, hätte so gerne noch das gezeigt und das hätte man ja auch noch eigentlich zeigen können und da waren wir auch noch mal, aber man kann ja nicht 24 Stunden, das wäre ja vielleicht ein bisschen... Das kann man nicht, aber auch das, was du gezeigt hast, sind ja einige erstaunliche Dinge gesagt worden von auch hohen Funktionären der AfD, die jetzt das nicht mehr sind, weil sie Dinge gesagt haben, die sie eben gesagt haben, ohne Kenntnis, dass das veröffentlicht werden könnte.
Jetzt hat sogar die Washington Post, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, hat gerade eben einen großen Artikel darüber geschrieben, also das ist offenbar eine Meldung, die jetzt um die Welt geht und völlig zu Recht natürlich auch. Wie ist es denn bei dir? Also gab es einen Moment in der Recherche, wo du gemerkt hast, jetzt wird es hier irgendwie eng, jetzt könnte sich irgendwie hier mal so ein bisschen die Situation verengen für mich? Also in der Annahme, also du hast ja immer dieses, wir fahren jetzt dorthin und meine Annahme war das Ostritz, also dieses Rechtsrock-Festival. Schwert und Schild. Oder Schild das heißt, und Schwert, genau, ja. Dass das heikel werden könnte. Das war allerdings wirklich so, du siehst da halt diesen 750 alte Männer, die einfach sehr dick sind. Das war dann doch weniger angsteinflößend, als ich dachte. Überraschenderweise war die furchteinflößende Situation die, als im Fraktionssaal der AfD ein extrem betrunkener YouTuber fingerwedelnd auf mich zurannte und mir einfach zu nah kam. Und das war eigentlich die einzige unheimliche Situation. Kann ich gleich sagen, das war der rechte Blogger Oliver Flash. Und der war bei einer AfD-Veranstaltung im Bundestag, muss man sich mal vorstellen. Das war im Bundestag, ist er da auf dich losgegangen. Und auch da können wir noch mal reingucken. Sag doch mal, was du persönlich vom politischen Islam denkst. Das würde mich interessieren. Ja. Ja. Was ja? Was ja? Drei Flaschen Wein. Das ist drei. Also wir haben es gesehen, also er hat auch in dieser Veranstaltung einfach auch sehr viel Alkohol getrunken, ja. War deswegen auch so alkoholisiert, also erklärt sich auch. Aber das Schockierende war an der Veranstaltung, dass einfach ein Redner, ein österreichischer Politologe, einfach im Bundestag fordert, der Islam müsste verboten werden. Ja. Und dann sitzt du so da und denkst, wirklich so im Herz unserer Demokratie fordert jemand das Verbot einer Religion. Und daneben dann eben die AfD-Politiker, die dann so, oh, jetzt ist ja auch noch Presse da, das können wir ja so direkt nicht sagen. Und du sitzt da und schüttelst eigentlich die ganze Zeit den Kopf und denkst, wie konnte das passieren, dass wir an einem Punkt ankommen, wo ich in einem Raum sitze im Bundestag, wo jemand das Verbot des Islams fordert? Das ist die Öffnung der Demokratie für alles und dann irgendwann die Zuspitzung in einen Moment, wo das dann die Demokratie übersteigt. Und das war ein Moment, dem du da mehrmals wahrscheinlich beiwohnen konntest. Wie ist das denn grundsätzlich, wenn du so auf Gesprächspartner zugehst? Du weißt ja im Prinzip von den meisten vorher schon, was los ist. Und trotzdem, und das muss man dir auch zugutehalten, hast du eine Offenheit, die ich dir da auch abnehme, also eine Offenheit für das Gespräch, was dann erstmal kommt. Ja. Das heißt, du gehst mit einer gewissen Sympathie, du schüttelst da die Hände und hörst dir einfach an, was zu sagen ist. Das machst du ohne so eine kommentierende Emotionalität, sondern du willst das erstmal wissen, was die zu sagen haben. Es ist tatsächlich so, ich will wissen, was sie mir zu erzählen haben. Ich mache aber, das sieht man in der Dokumentation nicht immer, vor jedem Gespräch mit jedem Gesprächspartner aus dem rechten oder rechtsextremen Spektrum habe ich gesagt, ich bin im Herzen Sozialdemokrat, du wirst mir niemals deine Ideologie aufdrängen können, aber ich will unbedingt verstehen, wie kam es dazu, dass du daran glaubst, dass das funktionieren soll? Und da haben die meisten dann gesagt, wenn du so klar die Grenzen festlegst, dann habe ich tatsächlich Lust, dir das mal zu erzählen. Ja. Und deswegen entstand wirklich immer dieses Gespräch auf Augenhöhe. Und ich habe auch mehrere Male in so vierstündigen Gesprächen betont, ich finde das wirklich kacke, was du gerade erzählst. Ja, wo ziehst du da die Grenze? Also wo sagst du, jetzt ist mal Schluss, jetzt will ich diese Ideologie hier nicht irgendwie stützen durch Interesse? Es ist Schluss an der Stelle, wenn sie dann anfangen, ihre Ideologie so zu produzieren, immer wieder. Da sage ich dann so, okay, reicht, musst du mir nicht nochmal erzählen. Und vor allem ist es Schluss, wenn es anfängt, so dummwitzig zu werden, wie zum Beispiel dieser Hakenkreuzbeutel, diese Szene, die es im Film auch gab, wo eben mir erklärt werden sollte, dass es okay ist, einen Beutel zu verkaufen, auf dem Hakenkreuz steht. Und da ist bei mir Schluss, weil es einfach... Sollen wir uns das mal anschauen? Sehr gerne. Ja, auch da gibt es einen kleinen Ausschnitt, genau aus diesem Moment, den du da gerade beschreibst. Jetzt musst du mir mal sagen, was das heißt. Ja, kein Kreuzberg, soweit ich weiß. Okay, und warum tragen dann die Leute auf dem Ostritz-Festival so gerne diesen Beutel? Weil Kreuzberg ein hipper Stadtteil ist. Das ist, ich liebe Natursekt, also... Ja, für Fetischisten und so. Aber es kann auch, ich liebe Nationalsozialismus heißen. Eine gebildete Omi, die jemand mit diesem Beutel sieht, die weiß, okay, unterm Hakenkreuz habe ich so gelitten. Will man denn so eine Assoziation erzeugen? Dazu wie gesagt, da steht ja nun nicht Hakenkreuz. Ja. Aber die verdienen da wahnsinnig viel Geld mit und stellen sich dann da so ein bisschen so auch jetzt nicht mit viel Mühe, stellen sich ein bisschen doof und sagen, könnte ja auch was anderes heißen und so. Ja. Also das ist immer so, du kommst dann immer an diese Grenze und dann fangen sie an, so wirklich so komische Witze zu machen, die auch nicht funktionieren. Und besonders in der Szene merkte man auch die Verunsicherung dieser beiden Männer, die dann plötzlich ganz ängstlich in unsere Kamera geguckt haben, weil sie nicht mehr erklären konnten, wie sie Kohle verdienen können mit dem Leid von Millionen von Menschen. Sie konnten es mir nicht erklären. Ja, es gibt, also da sprichst du ja auch auf so ein Gewissen an, was man irgendwie haben könnte. Oder man stellt sich dann irgendwie vor, naja, ihr habt doch auch irgendwie
irgendwie eine Erziehung gehabt und da hat man doch auch mal gelernt, was gut, was schlecht ist und so weiter. Und irgendwie will einem das nicht in den Kopf, dass da nicht irgendwie so ein Gefühl angeht, ja, mal ab einem gewissen Zeitpunkt und so. Man kann das doch nicht ausblenden, dass das was mit einem macht. In einem Fall ist dir diese Distanz nicht leicht gefallen. Die Protagonistin, die wir auch ganz am Anfang schon gesehen haben in diesem Gespräch mit der versteckten Kamera, das ist Lisa. Die hat eine beeindruckende Verwandlung eigentlich durchgemacht innerhalb der Doku. Man kann da auch zuschauen. Du hast sie eigentlich als Patriotin und rechte YouTuberin kennengelernt. Ja. So hat sich zumindest selber beschrieben. Da hat sie Propaganda gemacht für die AfD. Unter anderem solche Videos gab es vorher von ihr, vor dieser ganzen Dokumentation. Jeder Moslem, der sich an den Koran hält, ist meiner Meinung nach nicht mit unseren Werten vereinbar, in keiner Weise. Du hast sie dann begleitet in den Bundestag zu diesem, dieser Veranstaltung, zu dieser Veranstaltung, genau, mit dem Typen da gerade, mit der, mit der Weinflasche da. Und dann eigentlich wolltet ihr da mal so ein bisschen filmen, wie das da los ist. Und sie war so dein Ticket da rein. Ne? Und dann ist sie da zusammengebrochen, ist in Tränen ausgebrochen. Ja. Warum? Also das ist wirklich eine ganz bizarre Situation auch für mich gewesen. Am Anfang, also 2 Stunden vorher, erzählt sie mir eben noch so rechtes Zeug. 2 Stunden später nach der Veranstaltung fängt sie an zu weinen und erzählt, ich wollte das nicht. Und das war für mich sehr schwer, weil sie eben auch vor mir geweint hat. Und dann wird das natürlich auch ein Reflex, der ausgelöst wird. Nehme ich sie in den Arm? Natürlich nicht, weil, wie soll ich denn das jetzt glauben? Das geht ja, das merkt man dir so ein bisschen an. Also da gibt es so einen Moment, wo du, also ich meine, dass man deiner Körpersprache ansieht, dass du da so zwischen deiner professionellen Gestalt und aber auch deinem menschlichen Reflex so hin und her changierst. Man kann sich das ja mal anschauen. Also auch da haben wir einen kleinen Ausschnitt daraus. Das ist deswegen eben wichtig für die Dokumentation, weil es dann doch eben eine Gewissensentscheidung dokumentiert, die man so ja nicht erwarten kann vor Kameras. Ohne Scheiß, ich kann wirklich heulen. Ich bin voll am Ende. Aber warum denn? Ich werde von links fertig gemacht. Meine Kinder werden bedroht. Ich werde bedroht. Ich wollte die ganze Scheiße nie. Ich bin da so reingeschlittert und hänge total drin. Dann kommen die wieder raus. Ich gefährde meine Kinder, obwohl ich es gar nicht will. Tja. Und unabhängig davon, ob man dieser Person, es wird bei Twitter gerade aktuell sehr viel darüber diskutiert, es ist halt die Wirklichkeit. Mhm. Wenn du dich in diese Szene hinabbegibst, dass du damit rechnen musst, dass deine Kinder bedroht werden, dass du bedroht wirst. Und das ist die Szene, der sie gefolgt ist. Also diese Leute, denen sie geglaubt hat, die bedrohen sie jetzt, bedrohen ihr Leben. Und das ist doch einfach furchtbar. Man kann eigentlich nur jeden warnen davor, einen Schritt in diese Szene zu machen, weil der Ausstieg aus der Szene ist sehr, sehr schwer. Hast du denn noch so Kontakt zu ihr oder wie läuft das dann? Wir haben Kontakt und ich frage, wie es ihr geht, weil es für sie natürlich auch eine schwierige Situation ist. Und sie ist während des Verlaufs dieses Films heute Abend, sie ist sehr erschöpft und sie guckt diesen Film und sieht diese Leute und sieht diese Demonstrationen, die wir auch gezeigt haben und sie ist so entsetzt, dass sie Teil davon war. Das war so ihr Urteil, was sie heute Abend gesagt hat. Sie ist einfach sehr erschöpft. So. Ja. Aber kann man auch verstehen, dass man das nicht so kapiert, ne? Also, ja. Also wenn man jetzt das diskutiert und sich sagt, naja, also weil jeder Mensch hat irgendwie in seinem Leben die Gelegenheit, sich hier oder dort zuzuordnen oder diesem oder jenem Menschen hinterherzulaufen, also gehört ja was dazu. Und es heißt ja nicht nur, dass man irgendwie so einen Gedanken im Kopf hat, sondern dass man das dann auch aktiv noch beschleunigt und jetzt eine Menge Aufwand betreibt dafür, dass das auch andere vielleicht noch denken und so. Also damit geht ja auch eine Verantwortung einher, die man ja auch nicht einfach so vom Tisch wischen kann. Wenn man nicht sagen, ja, jetzt denke ich das nicht mehr und alles egal. Ja, aber das macht sie auch nicht. Also sie nimmt auch an einem Aussteigerprogramm teil und sie gibt sich jetzt sehr viel Mühe, auch in den sozialen Medien eben ihre Position zu erklären und was da passiert ist. Und damit kann sie eben auch eine Vorbildfunktion sein, aber man muss sie trotzdem kritisch betrachten. Das darf nicht, Sie war bei den Aufnahmen ziemlich jung, 27. Du hast aber auch jemanden gefunden, ja, der macht jetzt nicht bei einem Aussteigerprogramm mit. Der ist gerade fertig mit seinem Einsteigerprogramm, habe ich so den Eindruck. der ist 17. Und heißt Sunny und wer, beziehungsweise was oder warum ist der mit 17 so hart in dieser Szene? Tja, das ist so eine klassische Radikalisierungssituation. Also mit 13 hat er festgestellt, dass er nicht richtig gehört wird. Dann wird ihn irgendjemand, der hat mir nicht verraten, wer es war, wird ihn irgendjemand an die Hand genommen und gesagt haben, so du kannst in dieser patriotischen Vorstellung einer Nation aufgehen. Und er ist außerordentlich intelligent, das kann man nicht abstreiten. Und das muss jemand erkannt haben, ein älterer Mensch hinter ihm. Und hat ihn zu so einer Art Rattenfänger eigentlich ausgebildet, der jetzt noch andere junge Menschen in Thüringen und Sachsen hinter sich bringt in der jungen Revolution. Und er macht es clever, muss man sagen. Er ist wirklich sehr intelligent, so intelligent, dass der Verfassungsschutz ihn jetzt schon beobachtet. Und wenn man sich vorstellt, dass ein 17-Jähriger schon so radikal denkt, dass der Verfassungsschutz die Augenbrauen hochhebt, wenn man über diesen Namen mit ihm spricht, dann ist es schon
ein Zeichen. Und das heißt aber auch, weil er halt genau weiß, was er lieber nicht sagt. Und, ja, er weiß genau, was er nicht zu sagen hat, aber damit sagt er sehr viel. Insbesondere, wenn er sich ins Gespräch mit mir begibt. Und es waren auch keine Gespräche, die 15 Minuten gedauert wurden am Rand einer Demonstration, sondern wir haben uns wirklich mehrere Male getroffen, mehrere Male, mehrere Stunden miteinander gesprochen. Und er ist nicht abgewichen. Wie ist das denn mit 17? Da wohnt man doch irgendwie noch zu Hause. Da, also mit 17 hat auf jeden Fall meine Mutter das Sagen. Also egal, was ich so gedacht hätte, was da nicht zu Hause nicht reinpasst, das hätte ich aber links und rechts bekommen. Also er sagt eben, zu Hause wird zu Weihnachten geschwiegen, da wird über seine Ideologie nicht gesprochen und er macht eine Ausbildung bei einem der bekanntesten Rechtsextremen in Deutschland zum Koch. Und diese Welt, aus dieser Welt wieder rauszukommen, wenn die Eltern keinen Zugriff haben, wenn die Freunde, das soziale Umfeld keinen Zugriff hat, ist so schwer. Und das ist eigentlich auch das, was wir mit diesem Film sagen. Wenn ihr in eurem sozialen Umfeld merkt, da rutscht jemand ab ins Rechtsextreme, redet mit dem, verspottet ihn nicht, versucht ihn nicht davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat, sondern sucht die Gründe. Hast du manchmal das Gefühl, du hast, wenn es jetzt um das Thema Radikalisierung, das hört man ja immer mal wieder in verschiedensten Bereichen. Und du hast da in Syrien auch viele Menschen, die da hingegangen sind. Da hast du ja auch dich viel beschäftigt mit den Motiven dieser Menschen. Siehst du manchmal Parallelen? Und sehr starke Parallelen. Also es war mir eine große Freude, einen vom Verfassungsschutz beobachteten, ultrabekannten Rechtsextremen in Deutschland zu fragen, was unterscheidet dich eigentlich von einem radikalisierenden Islamisten? Und er dann am Ende irgendwie sagt, ein bisschen ähnlich ist es ja schon. Also ist sehr ähnlich. Das Prinzip ist das gleiche. Man nimmt sich junge, orientierungslose Menschen und radikalisiert sie für seine Sache. Und dieser Mann, mit dem ich gesprochen habe, da war mir nicht so richtig klar, was ist denn jetzt seine Sache? Warum will er denn neue junge Menschen haben? Und wofür? Wo soll das alles hinführen? Weil aufgeht das Prinzip nicht. Naja, aber zumindest wird er ja so eine Art Erfolg dort spüren. Und das ist vielleicht mit 17, auch jetzt egal mal wie intelligent, und mit 17 ist das vielleicht auch ein gutes Gefühl, ne? Wenn so Leute auf einmal mitmachen und man merkt, es werden immer mehr und... Es ist halt das Traurige, dass eben auf dem Dorf er eben der Coole vom Schulhof ist. Er ist der coole Rechtsextreme, weil er eben anführt. Er hat die coolen Sprüche drauf, er organisiert Lager, in denen man germanischen Sechskampf spielen kann. Es gibt Lagerfeuer. Anstrengend. Also. und es gibt... Was ist denn germanischer Sechskampf? Habe ich Sechskampf gesagt? Nein. Okay. Wir erfahren relativ viel über ihn, wenn man mal anschaut, zu was er alles nix sagt. Wir gucken mal rein. Im Endeffekt kommt doch alles wieder auf diesen Leitspruch heraus, für das Leben sein. Und das ist unser Leitspruch. Bist du für jedes Leben? Inwiefern? Ja klar bin ich für jedes Leben. Jüdisches Leben? Kein Kommentar. Wie stehst du zum Zweiten Weltkrieg? Welche Rolle spielt er in deinem Leben? Möchte ich nicht beantworten. Möchtest du nicht? Nein. So im Zweiten Weltkrieg und der Zeit des Dritten Reichs möchte ich auch allgemein keine Fragen beantworten. Das ist eine der, ich weiß gar nicht, wie lange sie jetzt im Film drin war, aber da bin ich ausgeflippt. Zart. Weil, also, da habe ich jetzt nicht gesehen, dass du ausgeflippt bist. Ja, da war ich noch ruhig, weil zu sagen, dazu möchte ich nicht sagen, ist halt, es ist ein Statement. So, es gibt keine, du kannst nicht sagen, kein Kommentar zu jüdischem Leben. Da gibt es nur eine Aussage, es ist mir total schnuppe, egal, jeder soll leben. Und er macht es, er traut sich das und er verbaut sich damit ja auch so viel. Du guckst dir diesen 17-Jährigen an und bist, es ist ein absolutes Rätsel. Ist er gefährlich? Das ist eine interessante Frage. Meine subjektive Einschätzung, mein subjektives Gefühl nach dem Beobachten von ihm, ich halte ihn für gefährlich, weil er einfach auch andere verführt. Und das macht ihn so gefährlich. Und wie geht das jetzt weiter mit dem? Was glaubst du? Wie läuft das jetzt? Während der Ausstrahlung des Films gab es bei Twitter sehr viele Leute, die sehr positiv gesagt haben, wir möchten gerne Kontakt zu Sunny, wir würden gerne mit ihm reden. Und ich glaube, das braucht er. Und er muss aus diesem... Er muss selber rausholen. Das Gefühl hatte ich leider nicht. Deswegen wird er weiter radikalisieren sich darin, wird noch härter an das glauben, was er denkt, was richtig ist. Das ist so, das ist der Blick. Ich meine, es gibt ja oftmals, wenn man sich das so anschaut, gibt es dann irgendwann die Situation, dass man auf einmal eine andere Phase im Leben erreicht und sich, egal was jetzt mal, Dinge nicht mehr vorstellen kann, die man vor ein paar Jahren gedacht, getan hat oder wie die Ziele waren oder die Perspektiven darauf. Und meistens ist es ja dann auch so, dann kommt irgendwie dann doch mal die eine Frau des Lebens oder der Mann oder egal was, also zumindest ein Partner im Leben, der einem so wichtig ist, dann gibt es vielleicht auch, kommen Kinder und so weiter. Und auf einmal erweitert sich so das Bild. Ist das der Moment, wo sich so die Spreu vom Weizen trennt, wenn man sich das so anschaut, dass einige Menschen ihre Familie noch mit da hineinbringen und andere dann sagen, nee, komm, jetzt denke ich anders darüber? Überraschenderweise ist ein häufiger Moment, warum Leute aussteigen wollen, weil sie feststellen, wir können kein Geld verdienen. Wir kriegen keine Berufe. Niemand möchte mit uns zusammenarbeiten. Wir sind doch nicht die Speerspitze dieser Gesellschaft, sondern wir sind eher der Rest dieser Gesellschaft. Uns will niemand und dann steigen sie aus. Aber natürlich sind auch Familien
und Liebesgeschichtengründe auszusteigen. Also es gibt zahlreiche Gründe, meistens ist es dann aber die Kohle. Naja, das ist ja nicht so romantisch. Es gibt viele Sätze, die einem Angst machen, so, die man so hört und denkt, es kann nicht wahr sein, dass das 2020 noch so gesagt wird. Aber der schlimmste Satz der ganzen Doku, der kommt eigentlich von jemandem anderes. Und das ist der Vorsitzende des Verfassungsschutzes in Thüringen, der heißt Stefan Kramer, und der sagt Folgendes. Also ich denke, wir sind über ein Stadium von Lausbuben und ersten Ansätzen weit hinaus. Ich muss das Ganze nicht gefährlicher beschreiben, als es ist, sondern es macht uns, glaube ich, zu Recht große Sorge. Sehen Sie die Demokratie gefährdet? Das klingt gerade so, wenn wir jetzt wirklich nicht aufpassen, kippt das System. Wenn ich mir die Entwicklung gerade in den letzten 5, 6 Jahren anschaue, muss ich offen gestehen, mache ich mir ernsthafte Sorgen um die Demokratie in unserem Land. Also wenn der das sagt, ich meine, man muss jetzt mal sagen, der sieht jetzt aus wie so ein Beamter, der da irgendwie was sagt, aber das ist der Chef des Verfassungsschutzes des Landes Thüringen, ja, also das ist föderal im Land Thüringen da so aufgestellt, dass der natürlich um die Geschehnisse in diesem Bundesland weiß. Das ist ein großes Bundesland mit viel Aktivität. Und wenn der das sagt, dann kann der aufgrund seiner Position nicht alles sagen, was der so weiß, weil das eben auch geheim ist teilweise. Mhm. Aber wenn das Fazit ist, was er zieht, dann muss man das ernst nehmen, oder? Mir lief es kalt den Rücken runter. Man muss sich den Mann, um es ein bisschen besser zu verstehen, vorstellen wie ein Arzt, der einem sagt, sie sind schwer krank. So. Ja, stimmt. Ja. So ist es. Und unsere Gesellschaft ist offensichtlich schwer krank. Und er hat er steht Ängste aus, ob wir wieder gesund werden. Und das jagt dir einen fürchterlichen Schreck ein. Warum ist das jetzt anders als vor 10 Jahren? Es hat sich alles nach rechts verschoben. Es ist lauter geworden. Die AfD hat ordentlich dafür gesorgt, dass Dinge gesagt werden können, die vorher nicht gesagt werden durften. Und auch richtig war, dass es nicht gesagt wurde. Der moralische Kompass ist verschoben einfach. Mhm. Und das ist so, deswegen kriegen wir es mit. Und natürlich dank des Internets ist einfach auch alles viel lauter und es wird alles verstärkt. Und man sieht es einfach mehr. Und ich glaube, dass wir es jetzt plötzlich sehen, jagt uns einen Schreck ein. Wolfgang Schäuble, der in vielen sehr wichtigen Positionen in diesem Land als Politiker tätig war, viel Einblick hat, der sagt zum Anfang deiner Doku, wir haben das unterschätzt. Wie muss man denn diesen Menschen begegnen, wenn man es eben nicht unterschätzen will? Wer unsere Verfassung gefährdet, muss verfolgt werden und muss bestraft werden. Und man hätte genauer hingucken müssen, man hätte weniger von Einzelfällen reden dürfen. Man hätte zum Beispiel, in jeder Polizeistation muss ein Sozialarbeiter sein, der genau darauf aufpasst, was die Polizisten wie miteinander besprechen, nicht um sie anzuschwärzen, sondern um die Debatte zu suchen. Also man hätte ein viel größeres Netz in Deutschland, in jedem Bundesland, an Anlaufstellen für, fühlst du dich verunsichert, komm zu uns, sprich mit uns über deine rechten Gedanken, wir verurteilen dich nicht. Also das hätte helfen können. Dann hätte man es. Und vor allem passiert das ja vielleicht dann auch auf anderer Ebene. Also dass man dann merkt, das wird ja teilweise auch durch ganz andere Dienstleistungen oder Zuwendungen oder Aufmerksamkeiten wird erstmal so ein Interesse geweckt an so einem. Wenn in deinem kleinen Ort jemand ist, den du vielleicht sogar kennst, der dir auf einmal hilft beim Ausfüllen von Anträgen beim Amt. Oder der so Bürgerhilfe macht, der einfach da ist, der ein Straßenfest macht, der zusieht, dass irgendwie in der Kita alles in Ordnung ist oder so. Und dann aber so diese ganzen Sachen. Und haben da die klassischen Parteien auch einen Nachholbedarf? Weil es gibt diese kleinen Orte, wo das SPD oder von mir aus auch CDU-Büro eine so eine gelb gerauchte Gardine ist, die seit 20 Jahren nicht mehr aufgemacht wurde. Das sind diese kleinen Vereine, wo man immer denkt, warum gibt's das noch? Da ist doch eh keiner. Muss man da mehr machen? Verlassen Sie sich zu sehr darauf, dass diese großen Parteien immer da sein werden und am Ende die Leute schutzsuchend immer dahin laufen? Man muss da mehr machen. Man muss sie auch unterstützen, insbesondere diese kleinen Vereine dann in diesen Dörfern. Weil ich meine, es kann nicht sein, dass diese mini wichtigen sozialen Punkte in solchen Dörfern Schiss haben, dass die sich nicht mehr trauen, solche Feste zu machen, weil sie Angst haben, dass die Freiwillige Feuerwehr aus dem Nachbarort, die unterwandert ist von Rechtsextremen, rüberkommt und mit dem Löschschlauch die Party beendet. Das geht nicht. Und an dem Punkt sind wir angekommen. Was glaubst du, was kann dein Film bewirken im Idealfall? Im Idealfall ist es, dass wir der AfD kritisch gegenübertreten, dass AfD-Wähler, die möglicherweise konservativ sind, die Angst haben vor einer Globalisierung oder die Welt nicht so richtig verstehen, dass die sagen, okay, die Welt ist kompliziert, aber ich kann meine Stimme nicht einer rechtsextremen Partei geben, in der solche Menschen so wirkmächtig handeln konnten. Das ist etwas, was vielleicht wichtig ist. Wie gesagt, ich muss auch betonen, dass es eine AfD in Deutschland gibt, ist nachvollziehbar. Und es ist auch wichtig, dass es eine konservative oder eine rechte Partei, das gehört eben auch zur Demokratie dazu. Aber es ist nicht erlaubt. Es ist eine Katastrophe, wenn Rechtsextreme im Bundestag sitzen. Dort haben sie nichts zu suchen. Ja.
Bei mir heute ein ganz besonderer Gast. Ihr habt vielleicht seine Doku gesehen. Ab 20.15 Uhr lief das hier auf ProSieben. Ja, eine Doku über die neue Rechte. Die kann man sich natürlich in der Mediathek noch ganz oft anschauen. In der Schule auch gerne, wenn ihr nur die Hälfte gesehen habt. Guckt euch die andere Hälfte auch noch an. Es lohnt sich. Vielen herzlichen Dank, Thilo Mischke. Schön, dass du heute bei mir warst. Dankeschön. Danke, dass ich so ausführlich reden durfte. Na ja, klar.